Hallo und herzlich willkommen zurück zu Sims 2 in Merkwürdighausen und mit Familie Kurios und Grusel, sozusagen den Ahnen von Bella Grusel. Das hier war Kati. Ich mache einfach mal direkt weiter. Kati möchte jetzt auch bald zum College gehen, aber ich habe ja gesagt, sie wird noch, also wenn hier 5 steht, dann wird sie gehen. Die Cousine, die Ophelia, ist ja zwar schon im College, aber sie wird eben, sie ist eben ein bisschen jünger, von daher, ne? Braucht sie noch ein bisschen. So, unser lieber Benjamin ist in seinem neuen Zimmer hier oben. Das ist Noel, genau. Ein Fitness- und Körperpunkt und yay! Wo ist der denn? Wo ist Noel? Ah, der macht hier oben, ja cool. Das hat aber selbstständig gemacht, das habe ich ihm nicht gesagt. Der will wahrscheinlich, dass das ihm Spaß macht. Hier, versuch mal. Macht es dir denn nicht Spaß? Könnte der auch boxen, tatsächlich? Der Direktor glaubt nicht, dass deine Familie den Ansprüchen... Oh nein. Ist der Direktor da gewesen? Ich habe ihn nicht gesehen. Habe ich mich nicht um ihn gekümmert? Verdammt. Warum habe ich mich nicht um ihn gekümmert? Siehst du nicht, dass ich mies drauf bin? Dann... Noel, komm doch mal runter und spiel hier einfach mal. Komm, einfach spielen. Sims spielen. Das ist gut. So, jetzt ich bin gerade irgendwie total raus, weil ich ja 2 Tage eben nicht hier bin und bei denen nicht spiele. Irgendwie bin ich da gerade ein bisschen ja, außen vor und weiß gerade gar nicht, was ich tun muss oder wer alles hier ist oder wie auch immer. So, Egon. Guck mal, das kannst du abspülen, dann kannst du was essen. Und dann gehst du auch mal hier drüben baden. So, unser Kurt, der steht hier rum. Ich weiß nicht, was er macht. Stöckchen holen, spielen mit Alex. Okay. Ja, dann ich lasse euch mal einfach. Tamara ist auf der Arbeit. Belinda, wo bist du? Du bist gerade noch schlafen. Ja. Alles gut. Kati ist wo? Noch da oben. So, Kati, du kannst auch mal am Harntrang. Geh mal auf die Toilette. Dann gehst du mal runter. Gehst auch nochmal was essen. So, jetzt, glaube ich, steht 6 Tage dort. Genau, also noch bis morgen Abend quasi. Und dann wird sie gehen. So, das ist also nicht mal allzu lang, ne? So, Benjamin. Benjamin hat auch gerade überhaupt gar keinen Spaß. Ich lasse dich aber gerade mal liegen. Das sind deine Hausaufgaben und... Das sind auch deine Hausaufgaben. Verdammt. Er muss so viel noch machen. Oh mein Gott. So, er ist jetzt endlich hier ein bisschen spielen gegangen. Alex ist hier draußen. Jo. Alex müsste mal gewaschen werden von irgendjemandem. Kurt, kannst du das mal gerade übernehmen? Wo ist denn Egon? Egon habe ich doch gesagt. Achso, warte. Na gut. Egon, du gehst mal hier hoch baden und dann gehst du dort schlafen. Und Kurt... Darf man den Alex dann waschen? Hier, Alex waschen. So, Nervus, wo bist du? Hier. Oh, hattest auch mal Hunger, dann kannst du hier nochmal essen und den Rest aufräumen. Belinda, die schläft noch. Kadi ist jetzt gerade hier essen. Benjamin. Gut, Benjamin, du kommst auch mal jetzt runter. Und dann würde ich mal sagen, versuchst du mal hier ein bisschen zu wimmen. Vielleicht macht dir das ja Spaß. Ihn lasse ich jetzt gerade mal. Noel, wo hast du deine Hausaufgaben hingemacht? Ich sehe gerade überhaupt gar keine von ihm noch rumliegen. War er überhaupt schon in der Schule? Ich bin mir nicht ganz sicher. Naja, werden wir am nächsten Tag vielleicht sehen. Aber ich glaube, du darfst jetzt doch mal echt auch ins Bett gehen, so. Geh mal bitte ins Bett. So, Nervus räumt auf. Er ist 77. Ich glaube nicht, dass er noch allzu lange im Leben bleibt. Du darfst mal Schlambada tanzen. Was war das? Ihm ist runtergefallen. Oh, guck mal. Darfst du mal... Geh noch mal kurz das Klo reinigen. Und dann hier, na, aufwischen. Dann kannst du immer noch ins Bett. So, Belinda ist aufgestanden. Ja, geh mal kurz duschen. Einfach nur duschen. Und was kann ich mit dir noch machen?
deine Hobby, ne? Da komme ich irgendwie auch nicht weiter. Dann gehen wir mal ganz nach oben und du darfst hier, okay, den verkaufen und dann darfst du noch weitere Roboter machen. So, Kati. Okay, Nervus, sei mal so lieb und leg die zweimal weg. Oh, da kommt Bella. Okay, Kati. Hast du deine Hausaufgaben gemacht gehabt? Ich glaube, dich hatte ich dazu geschickt. Ich meine schon, ja, ich glaube schon. Dann geh mal ins Bett. Alles gut. So, Benjamin. Genau. Nervus räumt hier alles auf. Wo ist Alex? Ah. Haben wir Alex jetzt gebadet? Gut. Ist das nicht süß? Das ist irgendwie. Wartet mal, das muss ich ans Bild machen. Moment, eine Etage runter, dann hängt mir die Pflanze nicht im Weg. Finde ich voll goldig. Kenne ich irgendwie so. Bei mir sind die Katzen immer mit auf Toilette bei. Und ja, hier ist der Hund halt vorne dran, ne? So, guck mal, du kannst versuchen, nochmal zu waschen. Loben für vom Stimbett wegbleiben. Kommando, Pfötchen geben, sprechen. Mehr kann ich ihm noch nicht beibringen gerade. Vielleicht kannst du ihm aber das hier noch beibringen. Mal gucken. Das ist nur ein bisschen komisch, weil der Vorhang davor ist, aber egal. Alles gut. So, Kati ist im Bett gelandet. Benjamin schwimmt draußen noch. Noelle ist jetzt im Bett. Oh, wow. Das war ein guter Sprung, mein Junge. Bist du schon so gut? Nun gut, Nervus? Wo ist Nervus? Nervus geht. Nö, keine Ahnung. Ich sehe ihn gerade nicht. Hä? Da unten ist er. Haben wir noch. Nee, haben wir nicht. So, guck mal, du kannst uns mal das hier. Ach, oder so, genau. Gesundheit, genau, teillesen, Gesundheit. In dem Alter wird es dich bestimmt interessieren. So, Belinda. Belinda ist wieder schon wieder hier gelandet. Okay, du könntest mal hier nochmal Schilder, Bäume hinzufügen. Ja, mach erstmal. Hallo. Egon schläft. Tamara kommt um 23 Uhr nach Hause, das heißt jetzt. Okay. Du musst nicht ins Bett gehen. Du darfst was essen, genau. Gucken wir mal, was im Kühlschrank ist. Alex ist wahrscheinlich jetzt müde, oder? Gucken wir mal, was macht er? Mal rein in dem voll coolen Outfit. Ich finde das Outfit sowas von cool. Verbrecher-Outfit halt. Oh, was haben wir denn da eigentlich zu essen? Das Glitzer, das war. Nein! Hier ist bitte. In der Asylum Challenge sterben ja so die Leute, wenn ich so viele Geister hier habe. Aber hier kann ich zumindest. Naja, nicht immer, aber zumindest die Leute, die die Sims steuern, ne? So, Kati schläft. Benjamin, cool. Dir geht's immer besser, sehr schön. Noelle, dem geht's auch erstmal besser. Okay. Kurt, was machst du? Verliert Begeisterung für Wissenschaften. So, Freunde. Ach, weißt du was? Du kannst mal mit ihm tratschen. Oder einfach abhängen. Ich weiß gar nicht, wie gut ihr euch kennt. Eigentlich ziemlich gut, aber egal. Mach einfach mal. Tamara, du isst erstmal was und dann gehst du. Was ist denn da los? Ah. Lutz hat gerade die Badewanne in. Ja, schäumen lassen. So. Egon, aufstehen. 0:37 Uhr. Oh.
Ich habe mich sehr gut bei unserem Ausflug amüsiert. Ich möchte dir etwas schenken, damit du dich immer an diesen Tag erinnerst. Plitsch, Platsch, Brunnen. Okay. Einen Plitsch, Platsch, Brunnen und mitten vor die Tür. Hallo? Jetzt kann ja gar keiner mehr rein und raus. Das ist ein ziemlich ungünstiger Platz, mein Lieber. Okay. Zum Glück kann ich das hier ändern, ne? Wo machen wir den hin? Das ist ja echt sehr nett von ihm, oder? Dass wir das geschenkt bekommen haben. Machen wir es neben die Gräber. Ach, genau. Ups. Wartet, Moment. Ich gehe mal ein paar Etagen tiefer. Habe ich es einfacher. Ja, cool. Jetzt haben wir einen Brunnen geschenkt bekommen. Schön, Belinda. Bist du fertig? Dann mach hier nochmal Schilder dazu. So. Egon. Du darfst mal auf die Toilette. Tamara. Ja. Benjamin ist geschwommen. Genau, super, Benjamin. Dann kannst du jetzt mal langsam reinkommen. Kannst erstmal hier ins Bad. Und dann würde ich dich... Achso, nee, dein Zimmer ist oben. Warte. Dann würde ich dich erstmal bitten, deine Hausaufgaben noch zu machen, da du so viele hast. Jo. Schauen wir mal, wie weit wir kommen. So, Alex ist wo? Ah, der ist draußen schlafen gegangen. Sehr schön. Also trotz den drei Senioren kommt Alex auch nicht viel weiter. Oh, die Dusche ist kaputt. Dann machen wir die auch mal wieder ganz. Was ist mit dir? Warum? Was ist denn mit dir passiert? Keine Ahnung, warum die Hygiene gerade so total ins Unermessliche gegangen ist hier. Was ist mit dir, Alex? Warum stehst du wieder auf? Ich möchte lieber reingehen. Da draußen ist es zu kalt wie im Winter. Okay. Dann, wo auch immer du hingehst, geh dahin. Jetzt muss ich mal gucken, wie es den beiden älteren Herren hier geht. Egon ist irgendwo oben. Tamara wischt hier so Sachen auf. Bist du eigentlich schon... Nee, warte mal, jetzt muss ich mal gerade gucken. Kannst du schon bloggen oder so? Oder Internetrecherche über Wissenschaft? Genau, das machen wir. So, Belinda. Du kannst dann nochmal was essen gehen. Und danach kannst du hier mal weiter hier steuern. Kathi müsste jetzt eigentlich, genau. Kathi, du darfst auch mal aufstehen. Was kann ich denn mit dir gerade noch? Wissenschaft eigentlich auch. Warte. Moment, das Essen. Internetrecherche über Wissenschaft. Das kannst du auch machen, von hier oben aus. So, Benjamin ist noch im Bett. Bad. Der ist noch im Bad. Der geht jetzt hoch Hausaufgaben machen. Und Noel müsste jetzt eigentlich ausgeschlafen sein. Und braucht ein bisschen Spaß. Du kannst aber ein bisschen in die Sterne gucken. Wissen wir bei dir schon? Fitness ist dein Hobby. Okay, Tai Chi können wir mit dir machen. Joggen, Schwimmen. Das erstmal. Yoga, glaube ich, können die Kinder noch nicht, oder? Ach, und Benjamin hat Natur. Das habe ich noch gar nicht mitgekriegt. Okay. Kann der schon? Ja, der könnte sogar Insekten aufspüren. Aber natürlich jetzt erstmal Hausaufgaben. Was ist mit dir? Gott, die ist immer noch sauer, weil wir das Bett weggemacht haben. Mensch, Bella. Es tut mir ja leid. Aber... So, Kadi hat Begeisterung für Wissenschaft entwickelt. Yay! So, unsere beiden älteren Herren, die dürfen, glaube ich, jetzt mal ihren Blausch aufhören und auflösen. Und dann können die erstmal ins Bett. Kurt... Der kann direkt mal nach hinten ins Bett, in sein Bettchen hier. Egon, was macht der? Wo ist Egon? Er guckt sich irgendwelche Bilder hier gerade an.
War, glaube ich, nicht so begeistert davon, oder? Sah nicht so begeistert aus. Guck mal, du kannst die Pflanzen hier pflegen. So, Alex, wo ist der eigentlich hin? Was machst denn du da oben, Alex? Was ist denn das? Wer zur Hölle hat hier oben Hamburger hingelegt? Das ist echt interessant. Das kann ich noch nicht mal anklicken. Wie lange liegt das da oben schon? Krass. Hallo? Was macht Alex hier oben? Ja, der Hund hat natürlich gar keine Höhenangst oder so. Der soll schlafen. Was macht der jetzt? Irgendwo kauen gehen. Okay, na dann lasse ich dich jetzt gerade mal. So, Noel, genau, wo ist er denn? Ach, Noel ist draußen. Sehr schön. Spaß, war das ja wahnsinnig schnell aufgebaut. Okay, dann... Der muss nämlich noch ganz viel lernen. So, dann lasse ich ihn erstmal Physiologie lernen. Und unser Benjamin hat einmal die Hausaufgaben beendet und geht jetzt schlafen bei... Gehst du nicht... Kannst du nicht... Kannst du nicht in dein Bett gehen, bitte? So, genau. So, dann gucke ich nochmal. Okay, du gehst ins Bett. Egon pflanzt hier. Kurt ist im Bett. Tamara ist hier noch am Computer. Belinda geht ihrem Hobby nach. Kathi ist auch noch am Computer. Benjamin schläft und Noel fängt an zu lernen. So, dann sage ich jetzt erstmal ein Tschüss und Goodbye. Wir sehen und hören uns dann in einer nächsten Runde wieder. Lass es dir gut gehen. Lass mir gerne einen Kommentar und oder einen Daumen nach oben hier, wenn es dir gefallen hat. Und bis zum nächsten Mal. Eure Sagi Naidoo. Ciao, ciao.